Jo, was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu, ja, wahrscheinlich dem einer der letzten Pack-Opening in FIFA 17. Nicht das letzte. Das letzte wird nächste Woche sein. Oder einer der letzten wird nächste Woche sein. Dann mache ich auf jeden Fall noch einen monatlichen Elite 1 Pack auf. Dieses Video werden wir, ja, Special Packs aufmachen. Special Pack-Opening. Auf zwei Accounts. Das ist mein erster Account. Ihr seht, hier habe ich schon mal 4 seltene Goldset. Team der Season, Team of the Season Spieler, Ultimate Scream Spieler und Team der Turniere Spieler. Auf einem anderen Account habe ich noch mehr Special Packs. Dazu, Freunde, haben wir natürlich auch noch, ja, Food Champions Belohnung. Da habe ich diese Woche nur Gold 1 geschafft. Ja, habe es gechillt gespielt. Elite hat halt nicht gereicht. Nehmen aber trotzdem mit 200 K-Packs auch noch dazu, Freunde. Dazu, ihr denkt, das war's auf diesem Account. Nein, das war's noch nicht. Ihr seht links daneben, rechts daneben. Ja, Foodtruff gewonnen. 4 Runden gewonnen. Einen ersten Platz Foodtruff Pack. Ich weiß nicht, was man dafür bekommt. Ich nehme es jetzt erstmal überhaupt an. Ich habe, das war das Team. Denkt, ihr seht erst einmal, ist gar nicht so gut. Aber guck mal die Bank an mit den Ronny. Ich überlege echt, ob ich meine Spieler verkaufen soll, um den zu holen, weil der Typ ist nochmal auf einem ganz anderen Level. Und der 95er Messi war auch gar nicht so schlecht. Also da überlege ich echt. Und ja, Freunde, Preis abholen. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben, ja, wie gesagt, alle 4 Spiele gewonnen. Mal gucken, was wir dafür bekommen. Ich weiß es nicht. Ich lasse mich überraschen. Es ist ein Mega-Set und ein Premium-Gold-Spieler-Set. Das sind insgesamt nur 50k, glaube ich, oder 60k. Ist nicht wirklich gut, Freunde. Ist nicht wirklich gut, wenn wir ehrlich sind. Und dann würde ich sagen, fangen wir auf jeden Fall mal mit dem Premium-Gold-Spieler-Set an. Auf jeden Fall, ja, ein bisschen längeres Video wahrscheinlich, aber schauen wir mal. Vielleicht ziehen wir den einen oder anderen guten Spieler, wie hier. 83, Freunde. Ist gut. Zurzeit kann man eh nichts Besseres ziehen, außer 83-Plus-Spieler, weil, guck mal, 83-Plus und was, wie viel ist er wert? Er ist einfach 5000 Coins wert. Er ist 5000 oder 4500 Coins wert. Das ist schon mal sehr viel. Das mehr, was Besseres könnt ihr gar nicht sehen. Also alles, was 83 plus ist, freue ich mich schon. Weiter geht's mit den ersten seltenen Goldset. Wir haben 4 Stück davon. Bin mal gespannt, was wir da vielleicht so ziehen. Ja, 82er. Jardel ist auch nicht schlecht. Nehmen wir mit. So, zweite seltene Goldset hinterher. Walkout wäre auch mal nice, also aus den ganzen großen Packs, aber schauen wir mal. 83er, freue ich mich, Freunde. Wie gesagt, das sind nochmal 4500 Coins. Das sind easy Coins, Freunde, easy Coins, die hier reinkommen. Alright, nächstes Set, eine Goldset, wir machen da zack, 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 da kenne ich nix. Vielleicht nochmal, na, 82er, 82er sind auch 2000 Coins wert, oder 3000 sogar. Wenn das von der Premier League ist, ist der zum Beispiel wahrscheinlich sogar 2000, 3000 wert, gucken wir mal. Digga, Freunde, guck mal, der ist einfach mal 4000 wert. 4000, 82er, 4000. Was will man mehr, Freunde? Was will man mehr? Da kann man, glaube ich, nicht nach mehr verlangen. So, letztes seltene Goldset. Wie gesagt, bis jetzt noch kein Walkout und auch kein Big Flair. Aber wie gesagt, ist in Ordnung, Freunde. Ist in Ordnung, weil all diese Spieler, die wir jetzt ziehen, 82er, 83er, wie gesagt, sind viel Coins durch die SBC wert. 4, 5000 jedes Mal. Das ist schon nice. Er ist, ja, gute 2000 Coins wert. Nehmen wir alles mit, nehmen wir alles mit. So, jetzt kommen wir so den Big Packs. Mega Set. Einen haben wir davon. Ist no Walkout, ist in Ordnung. Ist wieder Small Flair, aber vielleicht ein 83er. Es ist Rabiot, das ist nicht wirklich gut. Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr schlechter Pack. 85 rated für ein Mega Set ist sehr, sehr schlecht, Freunde. Okay, Freunde. 200k Packs. 100k Pack Number One. Wieder kein Walkout, aber wieder vielleicht endlich ein Big Flair. Big Flair, danach frage ich 2 Big Flair, sogar Thiago. 85 rated, der wird auf jeden Fall gut Coins bringen. Und Joe Hart, der neue Transfer, Joe Hart zu West Ham, ich wusste gar nicht. Der ist nach West Ham gegangen, krass. Der ist gute, ich rate mal 6000 Coins wert. Wow, Freunde, 6000 Coins. Thiago ist, Freunde, 10.000 Coins. 10.000 Coins. Wie gesagt, Freunde, guck mal, da allein mit dem Pack, wenn wir das hier alles zusammenrechnen und nochmal schauen, das sind natürlich, zum Beispiel hier, die sind auch nochmal ein paar Coins weg. Also, da kommt schon was zusammen, Freunde. Das könnte hier 30.000, 40.000 sein, was wir in diesem Pack haben. Nicht schlecht, nicht schlecht. Vielleicht wieder ein Big Flair, wäre ich zufrieden. Walkout wäre noch besser. No Walkout, oder vielleicht Big Flair. Wieder Big Flair, Freunde. Wieder Big Flair. Es ist Carrasco. 84? 84 rated. Könnte besser sein, aber
Vielleicht sind ein paar 83er dabei. Nein, aber 82er mindestens. 82er nehme ich auch noch gerne mit. Carrasco sind auch nochmal gute 6.000, 7.000 wert. Also ihr seht, Freunde, das ist auf jeden Fall nicht schlecht, Freunde. Also natürlich aus dem 100k-Pack könnte besser sein, aber ja, was soll man da machen? Ja, jetzt wofür ihr natürlich hier seid, die Special-Pack. Ich würde sagen, das Screen-Pack ist das schlechteste von allen. Das mache ich zuerst auf, dann Team der Turniere und dann Team of the Season. Scream ist, glaube ich, das Beste, was du ziehen kannst. Einfach Lukaku, Müller oder Bellerin. Meiner Meinung nach. Es ist auf jeden Fall schon mal nicht Müller. Vielleicht ein Lukaku oder so. Ah, es ist dieser Amrabat oder wie der heißt. Oder Ziyech. 81, das ist natürlich, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr schlechtes Pack. Und das ist sogar noch tradable. Und er ist, ja, nahezu Abstoß zwischen den Vereinen. Vielleicht brauche ich ihn für irgendeine SBC in Zukunft. Team des Turniere. Boah, da sind viele gute dabei. Also, ich weiß ich gar nicht. Lass mich jetzt überraschen. No Walkout. Aber es kann da immer noch was Gutes kommen. COM. Ah, Talisca. 84er Talisca. Ja, ja. Ich schau mal, wie viel der wert ist. Oh, der ist untradable. Ja, okay. Immerhin 84 für eine zukünftige SBC. Nehmen wir gerne mit. Und jetzt nochmal ein untradable Team of the Season. Walkout ist auf jeden Fall geil. Alles drunter ist direkt in die SBC, wird es in die SBC investiert. Come on. Ist no Walkout, ja. Können wir eigentlich schon sagen, es wird in die SBC gesteckt. Und es ist natürlich noch ein 7, immerhin 87. Das hilft natürlich für die SBC, 87 rated. Okay, Freunde, das waren die erste vom ersten Account, die Special Packs. Wir sehen uns beim zweiten Account. So, Freunde, wir sind jetzt auf dem zweiten Account, wo ich später noch die Top-Partien machen werde. Das sind nochmal 4 seltene Goldset und Team der Turnier-Pack. Hier seht ihr im Hintergrund, das sind ein paar normale Packs und dann kommen die, ja, Special-Packs, wovon wir geredet haben. Einmal Team of the Season, Screen-Karte, Team der Turniere, Foot Birthday und nochmal One to Watch. Also das sind alle Special-Cards, die es eigentlich in FIFA gibt, die ziehen wir heute hier. Und danach nochmal ein Team der Turniere aus den Top-Partien. Wir fangen mal an mit Jumbo Premium Gold Set. Auf nass, auf trocken, machen wir die jetzt alle auf. Nichts Gutes. Ah, immerhin der Alsoma, der gute Junge. Alright, Premium Gold Set, oder Premium Gold Spieler Set. No Walkout. Ja, belastend, Freunde, belastend. Aber Stoke City, 81. Ja, okay. Zu früh gefreut. So, jetzt machen wir als nächstes Prime. Zwei Prime Elektrum Spieler Set auf. Vielleicht haben wir da Glück, ich weiß es nicht. Sieht nicht gut aus. Ja. Transfer, Camacho. Also sind sehr viele neue Transfer-Spieler drin. Interessant, Camacho kann ich noch vorher gar nicht. Alright. So, das nächste Prime Elektrum-Spieler-Set. Ja, ist schade, wir haben noch kein Walkout gezogen, obwohl wir schon viele gute Packs dabei haben. Also, da macht auf jeden Fall EA Auge. Er ist auch gewechselt, oder? Der Guardado war doch vorher in einem anderen Verein. Er ist jetzt bei Betis Sevilla. Krass, interessant. Süle haben wir auch schon hier. Sehr viele neue Transfer-Spieler. Interessant, sehr interessant. Süle und Guardado. Guck ich mal später, ob die was wert sind. Die sind ja alle Transfer. So, Freunde, Prime Gold Spieler Set. Komm, EA, mach bitte kein Auge. Jetzt mein Walkout wäre sehr fresh. Wow, what? What is this? Hero-Karte? Bedoya? Wahrscheinlich Abstoß, aber geil. Unsere erste Special-Karte aus normalen Pack. Und Mertens. Holy shit, Freunde. Holy shit. Guck ich mal ganz kurz, wie viel die wert sind. Er ist, okay, Abstoß, wie erraten. Aber Mertens, 85 rated. Sollte noch für einiges gehen. Jawohl, Freunde. Der geht auf jeden Fall für 10.000 Coins. Das ist gut. Auf Drachen, auf Nass, nehmen wir das mit. So, Freunde, jetzt machen wir mal, gucken wir mal, was ist das Schlechteste? Scream ist das Schlechteste. Haben wir ja schon eben gesagt. Mach ich jetzt mal auf Trocken auf. Ist auf jeden Fall schon mal kein Müller. Wie gesagt, ich würde mich über einen Lukaku, einen Bellerin oder auf einen Salah freuen. Der ist doch geil. 82 Salah. Der müsste auf jeden Fall mehr als Abstoß wert sein. Vielleicht 30.000 noch oder so. Na, ja, wahrscheinlich. Alter, der ist auch Abstoß. Freunde, was denn mit den ganzen Spielern passiert? Auch leider Abstoß, aber nehmen wir mit. So, als nächstes. Was machen wir als nächstes auf? Ich würde sagen, wir machen als nächstes Foot Birthday. Oder ne, Team der Turniere. Team der Turniere machen wir auf. Einfach jetzt nach der Reihenfolge. Ah, wir waren immer noch auf dem Walkout von den Special Packs. Das ist echt schade. Das ist echt schade. Wer ist das? Oh mein Gott. Pozziello, 84 rated. Das ist. Na, natürlich. Das ist natürlich was ich nicht erwartet. Und das ist auch wahrscheinlich Abstoß.
Ja, Abstoß, alle Abstoß, verdammt nochmal, Freunde, verdammt, alle Abstoß. So, Footbürste als nächstes, komm. Da sind sehr, sehr gute Sachen dabei. Da Lewis, Sturridge. Also sind sehr, sehr nice Sachen dabei. Und wir kriegen einen Walkout, oh mein Gott, come on, let's go. EL, mach kein Auge, David Lewis, David fucking Lewis, please, Brasilien, Brasilien. Du, Spain, wer ist das? Spanien? Ah, David Villa. Wie viel ist dieser Junge noch wert? 89 spendet David Villa. Ich könnte mir vorstellen, dass er noch einiges wert ist. Also mindestens 50.000 müsste der Junge dann noch wert sein. Oh, er ist untradable. Er ist einfach mal untradable vor. Und auf dem Account, wo ich kaum noch spiele. Außer die Daily Knockouts. Aber vielleicht bin ich schon in einer der Daily Knockouts Turniere und ihr kriegt das zu sehen. Mal schauen. Und jetzt haben wir als nächstes One to Watch, Freunde. Das sind auch sehr viele gute Sachen dabei. Ich weiß nicht, Pogba, ihr wisst schon, Kanté, es sind auf jeden Fall krasse Spieler dabei. Wenn mich einer von ziehen würde, wäre fresh. Ist auf jeden Fall kein Walkout. Es ist, ach komm, der Roma-Torwart, Alisson, kann man eigentlich auch direkt abstoßen eigentlich. Ist ja auch untradable. Schade. So, jetzt kommen wir zum Team- und Season-Player. Hier ein Walkout, bitte, EA. Auch wenn es jetzt auf einem Account ist, wo ich nicht spiele. Wenn ich hier nochmal was Krasses ziehen würde, würde ich mich so freuen. Come on, EA. Walkout, yes, Mann. Der zweite Walkout in diesem Video. Come on. Come on, irgendwas Geiles, bitte. Bitte. Messi, please don't go. Oh, du Troll, man. Du motherfucking Troll. It's fucking Fazio. Ey, Mann, ey, ich dachte, komm, Messi, einmal mein Leben, aber nein, gönnt nicht, Fazio, 40 Pace, ganz ehrlich, Freunde, wer benutzt Fazio mit 40 Pace, ha? Und ist auch an Schwede, Bro. Schade, Mann, schade. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, mache ich noch die Top-Partien und dann sehen wir uns da bei den letzten Packs wieder. Ja, Freunde der gepflegten Unterhaltung, wie ihr im Hintergrund seht, die letzten Packs für dieses Video, 4 seltene Goldzeit. Und noch mein Team der Turniere Spieler Pack. Machen wir mal auf. Vielleicht ziehen wir ja noch einen Walkout. Wenigstens ein Big Flair. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut, wie ich schon sagte. Isco. Das sind immer 4.000-5.000 direkt auf den Nacken. Das ist ein 83er. Wow. Was ist das denn für ein krasses Pack? Freunde, es sind ja nur Spieler drin. Krass, Freunde. Nur Spieler. Wow. Das ist krass, Freunde. Nehmen wir gerne mit. Das war ein sehr, sehr krasses Pack. Ein guter Anfang. Komm mal, Freunde. Können wir so es weitermachen. Nochmal ein Walkout aus dem normalen Pack wäre richtig nice. Aber, ne, es hat uns nicht gegönnt. Aber 82 Rated. 82 auch. Nochmal 2000 ist in Ordnung. So, vorletztes seltene Goldset ist wieder krank. Walkout, Freunde. Schade, Freunde. Wir haben zwar ein paar Walkouts, zwei Walkouts gehabt aus den Special Packs, aber wir haben die Legende Fernando Torres. So, letztes seltene Goldzeit und dann kommen wir zum Team der Turniere Pack. Können wir noch was Gutes ziehen? Na, again. No Walkout, no Big Flair. Schade. Aber es ist, glaube ich, nochmal ein 83er. Ja, Patricio, das ist auf jeden Fall gut, Freunde. Wie gesagt, das sind auch nochmal 4.000-5.000 direkt auf unseren Nacken. Nehmen wir alles sehr gerne mit. So, das allerletzte Pack für dieses Video, Freunde. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, falls euch das gefallen hat. Ich denke, das war auch mal was sehr, ja, sehr Neues, was sehr Interessantes. Fast jedes Special Card haben wir, glaube ich, jetzt in diesem Pack Opening gezogen, die es überhaupt gibt in Scream Card, Team der Turniere, Team of the Season. Außer Totti haben wir, glaube ich, wie gesagt, alle gezogen. Wir haben Hero Karten gezogen oder Man of the Match war das, glaube ich, nicht Hero. Ja, wie gesagt, falls euch das gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo. Würde mich freuen. Dann würde ich sagen, jetzt nochmal ein Walkout auf EA's. Ja, oh mein Gott. Varan aber, wow, Varan nehme ich gerne mit. Varan ist nicht schlecht, auch wenn es zum Beispiel jetzt untradable wäre, ich bin mir nicht sicher. Er ist untradable, ey, nehmen wir mit. Ist zwar mein zweiter Account, aber ey, der ist gut, gefällt mir. Nehmen wir gerne mit und damit ja, schließen wir dieses Video ab. Wie gesagt, falls euch das gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und dann ja, sehen wir uns wieder beim nächsten Video wieder. Nächste Woche auf jeden Fall monatliche Elite 1 Pack. Seid da auf jeden Fall ready und tuned. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Freunde.